Ich bin Neurologin und bin hier in Düsseldorf seit 2017 tätig. Diesen schönen neuen Standort, das ist die Neuropraxis Düsseldorf. Diese Praxis hat zum einen natürlich die komplette Neurologie auf dem Schirm. Das heißt, alle peripheren und zentralen neurologischen Krankheitsbilder, die es gibt. Und zum anderen eben ganz speziell auch das Thema Demenz, die Thematik, aber auch autonomer neurologischer Erkrankungen. Das heißt, das autonome Nervensystem wird hier mit sehr modernen Methoden untersucht. Und die Auslegung dieser Praxis ist sicherlich dahingehend auch speziell und besonders. Der erste Kontakt mit Curiosity war ein Telefonkontakt und hier in Düsseldorf ließ sich auch sehr schnell einen Termin vor Ort vereinbaren, bei dem wir sehr fasziniert waren von dem, was die immersive Therapie kann und wie sie sozusagen einen auch in die Aufgabenlösung direkt hineinsetzen kann. Das ist eigentlich, denke ich, der große Unterschied zu allen anderen Therapien. Man ist mittendrin, man hat die Umgebung, in der ein Problem gelöst werden muss, eine Aufgabe erfüllt werden muss, hat man um sich herum. Also das war sicherlich ein sehr dadurch vereinfachter Prozess, das Integrieren von Curio in unsere Praxis, weil wir durchaus, wenn technische Probleme da waren, gut unterstützt wurden durch das Team. Der Einstieg klappt sehr einfach, weil das Gerät gut zu benutzen ist und weil eben auch schon während der Schulungssituation der Eindruck vollständig ist, was kann man damit erreichen. Ein wesentlicher Vorteil an Curio ist, dass es schnell verfügbar ist. Also keine Wartezeit auf einen Termin, den man in einen Terminkalender bei Therapeuten unterbringen muss. Das zweite ist, dass es eine immersive Therapie ist. Das heißt, dass Patienten mittendrin sitzen in der Aufgabe, dass die Distanz zu dem Problem, das man lösen lernt, dass die gar nicht mehr entsteht, sondern dass man eigentlich die Lösung viel schneller in den Alltag mitnehmen kann, was auch wissenschaftliche Studien darüber sagen. Und der dritte Vorteil ist eigentlich der, dass man etwas individuell auf Patienten zuschneiden kann. Dass also sozusagen man darf fragen, was macht Spaß? Was kann man, und dann kann man es auch wirklich auf jemanden zuschneiden. Also man hat einen großen Spielraum, die Individualität von Patienten zu unterstützen.